Die Elektroautonachfrage zieht stark an und sie wird in Zukunft sehr wahrscheinlich noch viel höher sein. Lithium, der Grundstoff für die Batterien, ist im Moment regelrecht knapp und die Lithiumaktien sind natürlich auch massiv gestiegen. Haben wir da jetzt noch Luft für noch deutlich höhere Kurse oder ist der Sektor jetzt überhitzt und man sollte da langsam mal aussteigen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Deutschland, Spanien 1 zu 1. Nochmal Glück gehabt. Und keine Angst, es geht hier jetzt nicht um Fußball. Ich sage das nur, weil viele sich die WM ja wegen Katar und wegen der FIFA gar nicht mehr anschauen, damit sie hier eben jetzt auch auf dem Laufenden bleiben. Und außerdem brauche ich die Überleitung. Und der FIFA, der geht es ja auch nicht anders, als es vielen großen Institutionen geht im Moment. Nehmen Sie mal die katholische Kirche zum Beispiel. In den alten, gesättigten Märkten, da findet man nicht mehr alles so richtig gut, was die so machen. Dafür gibt es aber schnell wachsende neue Märkte, wo man das, was sie bieten, noch begeistert aufgreift. Und so ist es eben auch im Weltfußball. Die WM, die dürfte auch diesmal neue Zuschauerrekorde haben. Und darum gibt es von uns morgen auch den neuen Zukunftsmärkte-Report mit Aktien von den großen diesjährigen WM-Sponsoren. Weil für irgendwen macht man ja das Ganze. Das sind zum Teil immer noch westliche Unternehmen, es sind aber auch immer mehr große Konzerne aus Asien. Und die Reports von uns, die sind kostenlos, da können Sie sich noch schnell dafür eintragen, jetzt auf www.zukunfts-märkte.de. Das eben nur noch mal zur Erinnerung. Hier geht es jetzt um Lithium. Lithium. Für die einen ist es das weiße Gold, für die anderen ist es das neue Öl. Ist alles auch völlig berechtigt, weil im Moment ist Lithium unverzichtbar für die Stromspeicher, eben für die Batterien von Elektroautos. Aus Sicht von einem Anleger könnte man aber irgendwie auch sagen, ja, Lithium kommt einem ein bisschen vor wie der neue Wasserstoff. Sie erinnern sich, vor ein paar Jahren, da war ja noch nicht so ganz klar, was sich durchsetzt am Ende für das Auto der Zukunft. Da ist plötzlich Wasserstoff ins Spiel gebracht worden und alle Aktien, die damit was zu tun gehabt haben, die sind dann plötzlich durch die Decke gegangen. Das waren plötzlich auch alles Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Und man kann ja heute auch zu Recht sagen, es gibt inzwischen große Wasserstoffpläne und Initiativen. Das Thema ist also nicht tot. Die Frage ist nur, sind die Unternehmen, die damals so hoch gehandelt worden sind, sind das dann auch wirklich die großen Profiteure von dem Ganzen? Und der größte Teil von diesen Aktien, der ist ja auch inzwischen wieder deutlich zurückgekommen. Und dafür haben wir jetzt aber die Kursrallye bei den Aktien aus dem Lithium-Minensektor. Interessanterweise nach der Rallye im Wasserstoffsektor. Und nicht, dass sich nicht schon lang abgezeichnet hätte, dass sich wahrscheinlich eben das Elektroauto durchsetzt. Und die Autoindustrie, die hat sich ja auch mehr oder weniger auf das Elektroauto festgelegt jetzt. Aber jetzt kommt das Ganze eben mit voller Wucht. Jetzt ist eben auch die Nachfrage nach Elektroautos stark gestiegen und dadurch braucht man jetzt en masse Lithium. Es ist regelrecht knapp inzwischen. Hier haben wir von Statista den weltweiten Elektroautoabsatz in den letzten 10 Jahren inklusive Plug-in-Hybride. Man sieht, spätestens seit 2015, da war der wichtigste Markt China, hier in Gelb. China will das Elektroauto und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund dafür, dass die Autokonzerne auch bei uns da dann eben doch irgendwann mal Gas gegeben haben, wegen dem chinesischen Markt. Aber auch der Absatz in Europa, hier in Hellblau, ist auch stark gestiegen. Und inzwischen wissen wir ja zum Beispiel auch, dass die EU ab 2035, das ist schon in 13 Jahren, Autos, die mit Benzin oder mit Diesel betrieben werden, faktisch auch gar nicht mehr zulassen wollen. Und dieses Jahr ging es auch munter so weiter mit dem Absatz. Wenn wir jetzt mal die reinen Elektroautos nehmen, dann sind davon nur im dritten Quartal jetzt weltweit 2 Millionen Stück verkauft worden. Ein Anstieg zum Vorjahr um 75%.
Das heißt, der klassische Verbrennungsmotor, der ist damit jetzt noch nicht tot, aber das Elektroauto ist jetzt schon wirklich auf dem Vormarsch und dementsprechend eben auch ein starker Anstieg bei den Lithium-Aktien. Wohl dem, der solche Aktien gehabt hat dieses Jahr. Es war einer von ganz wenigen Sektoren, die diesen Gesamtmarkteinbruch überstanden haben, die zum größten Teil auch weiter gestiegen sind, zum Teil sogar stark. Nehmen wir SQM, die Sociedad Química y Minera de Chile. Das ist ein großer Produzent in Chile, der Lithium- und Mineraldünger produziert aus Salzseen, was auch relativ kostengünstig ist. Der 5-Jahres-Chart von TradingView. Sie haben dieses Jahr eben nicht nur standgehalten, sondern sie haben sich seit Jahresbeginn auch noch mal mehr als verdoppelt. Albemarle aus den USA. Einer der größten Anbieter, der Lithium auch nicht nur abbaut, sondern auch weiterverarbeitet. Auch da ein starker Anstieg seit 2020 und seit Jahresbeginn auch nochmal ein Plus von 30%, allerdings unter größeren Schwankungen. Und hier noch Elkem, ist entstanden aus dem Zusammenschluss von Oro Cobre und Galaxy Resources. Auch da dieses Jahr die Rallye fast ungebremst wieder weitergegangen. Auch da dieses Jahr nochmal ein Kursplus von 35%. Warum? Weil der Lithiumpreis durch die Decke gegangen ist. Hier von Benchmark Mineral Intelligence die Lithiumpreise. Lithiumhydroxid, Lithiumcarbonat und davon abgeleitet ein Lithiumindex von denen. Der ist die letzten 2 Jahre um über 1000% gestiegen. Es ist heute kaum noch vorstellbar, wie niedrig der noch war im Jahr 2020. Und wir haben damals beim Zukunftsmärkte Insider im Juli 2020 eine große Elektroautostudie geschrieben, unter anderem mit 7 Lithium-Aktien. Und von dem, was wir damals empfohlen haben zum Kauf, da sind zum Beispiel Albemarle eben um 230% gestiegen, SQM um 240% und Lithium Americas, das war eine spekulative Kaufempfehlung damals, sogar jetzt 430% im Plus. Wegen der stark gestiegenen Lithiumpreise. Und der Zukunftsmärkte Insider, das ist, wie viele wahrscheinlich hier wissen, unser Premium-Dienst. Aber für diejenigen, die sagen, für mich kommt das noch nicht in Frage, da gibt es, wie gesagt, einmal die Woche eben auch unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Okay, die Lithium-Rallye, eine tolle Sache. Aber seit ein paar Tagen haben wir da doch wieder signifikante Kursabschläge und zeitgleich auch negative Analystenstudien, zum Beispiel von Goldman Sachs und von Credit Suisse. Und der Credit Suisse Analyst, der sagt zum Beispiel, ein paar von den chinesischen Kathodenmaterialhersteller und Batterienhersteller, die hätten jetzt inzwischen ihre Prognosen wieder runtergesetzt. Und man müsse jetzt eben damit rechnen, dass sich das Nachfragewachstum in dem Sektor 2023 verlangsamt. Das Gleiche sagen auch Goldman Sachs und die weisen außerdem darauf hin, dass ja in China die Elektroautosubventionen bald auslaufen. Es gibt zwar die Spekulation, dass sich das nochmal verlängert dann, aber es ist eben noch nicht sicher. Und sie sagen aber vor allem, dass jetzt doch immer mehr Produktionskapazität neu an den Markt kommt. Neue Minen und natürlich auch die Erweiterung von bestehenden Minen oder von den Salzseen da, sodass die momentan hohen Preise eben nicht haltbar sind. Und das von der Investmentbank ja, die für viele Rohstoffe, zum Beispiel Öl oder Kupfer, die für die ja überdurchschnittlich optimistisch sind. Nur das bei Lithium, das sei jetzt eben doch zu viel des Guten. Und hier haben wir eine Grafik aus der Studie, die hat dankenswerterweise jemand getwittert. Die Lithium-Nachfrage und die Nachfrageprognose bis 2025, hauptsächlich getrieben natürlich durch Elektroautos in dunkelblau. Und was auch langsam kommt, das sind eben so stationäre Stromspeichersysteme in hellblau. Also auch bei Goldman Sachs geht man da durchaus von einem starken Nachfragewachstum aus.
aber eben nicht mehr so stark wie die letzten Jahre. Und vor allem, wenn man sich dann die rote Linie anschaut, das ist die Produktion und die prognostizierte Produktion auch. Die war letztes und dieses Jahr unter der Nachfrage, steigt jetzt aber über die Nachfrage, sodass wir eben ab dem nächsten Jahr wieder im Überschuss wären. Und wenn Sie sich mit dem Sektor auch ein bisschen beschäftigen, dann wissen Sie ja auch, es ist da wirklich einiges dazugekommen an Minengesellschaften die letzten Jahre, die alle eben große Lithiumprojekte eröffnet haben oder die da stark rein investiert haben. Und damit könnte man ja sagen, wären Lithiumaktien es eigentlich gefährlich. Man muss aber Folgendes noch dazu sagen. Der gleiche Analyst von Goldman Sachs, der hat dieses Jahr schon mal eine Prognose rausgegeben im Juni. Und da hat er gesagt, der Lithiumpreis wird bis Jahresende um 80% fallen. Das hat sich schon mal überhaupt nicht erfüllt, es sei denn, der bricht jetzt noch ganz schnell ein auf einen Zwanzigstel. Und hat sich eben natürlich darum nicht erfüllt, weil der Markt eben doch noch mal sehr eng geworden ist, weil alles noch mal sehr knapp geworden ist. Und wir haben außerdem von anderen Analysten auch zum Teil ganz andere Prognosen. Bei Macquarie, da sieht das zum Beispiel so aus. Die gelben Säulen, das ist das erwartete Defizit für die nächsten Jahre. Es geht zwar nächstes Jahr laut denen zurück, aber in den 3 Jahren drauf ist es dafür dann aber noch mal deutlich höher als dieses Jahr. Und es geht dann erst wieder wirklich ab 2027 zurück. Und letztlich bleibt aber der Markt das gesamte Jahrzehnt im Defizit, sodass bis 2026 bei denen eben auch noch mal deutlich höhere Lithiumpreise prognostiziert werden als jetzt. Und wir haben auch viele andere solche Prognosen, zum Beispiel von McKinsey, die anders als Goldman Sachs sagen, das Defizit wird hoch bleiben, auch wenn sämtliche angekündigte Minen in Produktion gehen. Und das Gleiche glaubt zum Beispiel auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffen. Und wenn die Prognosen und die Annahmen von den Fachleuten, wenn die schon mal derart auseinandergehen, dann wird es für uns als normale Anleger natürlich auch schwierig. Und darum sage ich mal so, Lithium ist im Moment wirklich knapp. Und in so einer Knappheit, da kann wirklich viel passieren. Auch nochmal ein hoher Preissprung, keine Frage. Aber die Preise sind jetzt eben wirklich schon sehr, sehr hoch nach 2 Jahren Super Rally. Und darum ist der Sektor jetzt eben doch riskanter um einiges, als es eben schon mal war. Kurzfristig ist natürlich die Nachfrage wichtig, speziell auch diese chinesischen Subventionen dann eben. Ob das weitergeht, das wissen wir heute nicht. Und die globale Konjunktur und die globale Nachfrage, das ist auch alles wichtig. Und dadurch, dass der Lithiumpreis jetzt eben schon derart hoch ist, da bin ich mir schon relativ sicher, dass der vielleicht in ein paar Monaten, aber spätestens irgendwann mal in den nächsten 2 oder 3 Jahren irgendwann mal doch deutlich niedriger sein wird, als er jetzt ist. Und das heißt, irgendwann kriegen wir wahrscheinlich auch wieder eine bessere Einstiegschance bei den Lithiumaktien, als wir sie jetzt haben. Und das, was ganz langfristig passiert, das wissen wir ja auch nicht wirklich. Also zum Beispiel Lithium Recycling auch. Das wird irgendwann mal auch eine größere Rolle spielen. Und man schätzt ja, in 10 Jahren oder so, da könnten 20 bis 30% vom Lithiumangebot schon aus dem Recycling kommen auch. Und dann wird natürlich auch fieberhaft geforscht an ganz neuen Batterietypen, Festkörperakkus zum Beispiel und andere Batterien, die den Lithiumverbrauch stark reduzieren sollen oder es vielleicht sogar komplett ersetzen sollen. Nur da glaube ich natürlich auch, also das muss man auch mit Vorsicht genießen. Es gibt da jeden Tag 5 neue Erfolgsmeldungen, was man da für neue Durchbrüche erzielt hat bei neuen Batterien. Aber das ist alles natürlich noch weit, weit weg vom Markt. Und man sieht ja auch immer wieder, wie schwerfällig die Industrie da auch ist. Und im Moment sind sie eben alle froh, dass sie diese klassischen Lithium-Ionen-Akkus, dass sie diese Lösung als Standardlösung jetzt erstmal haben. Und sie investieren jetzt da hinein eben viele Milliarden, um das jetzt erstmal zu skalieren auch und das in Massen günstig zu produzieren. Darum gehe ich schon davon aus, dass die Lithium-Nachfrage jetzt erstmal schon noch stark wächst. Das ist die andere Seite.
Die Gefahr ist aber für Anleger natürlich schon im Moment, dass man sich eben zu stark beeindrucken lässt von der Story und auch von dem ganzen Momentum, das die Aktien gerade haben. Und wovon man sich auch nicht beeindrucken lassen sollte, das sind auch diese ganzen angeblichen Lithium-Geheimtipps, die jetzt da alle rumschwören. Das sind meistens Explorer, diese Aktien. Und dem Kleinanleger, dem wird da dann erzählt, was für riesige Vorkommen die alle haben. Was einem aber meistens nicht erzählt wird, das ist, dass die oft im Ansatz nicht das Kapital haben, um die auch zu erschließen, sondern dass sie jetzt einfach nur einen hohen Aktienkurs brauchen für die nächsten 10 Kapitalerhöhungen. Also man kann Lithium-Aktien, würde ich sagen, durchaus noch haben. Und es gibt, wie gesagt, eben auch Argumente für noch höhere Lithiumpreise. Aber der Sektor ist jetzt eben schon spekulativ und darum konzentriert man sich da am besten auch auf die stabilen und auf die profitablen Produzenten. Explorer sollte man wirklich nur dann haben, wenn man sich mit sowas auch wirklich auskennt. Und Lithium ist auch nur ein kleiner Bereich vom Rohstoffsektor insgesamt, wenn auch einer, der natürlich jetzt sehr spannend ist. Aber es gibt eben auch viele andere Rohstoffe und Kupfer zum Beispiel, über das ich ja vor ein paar Wochen auch ein Video gemacht habe hier, wo die Langfristprognosen eben auch ganz gut sind. Aber es ist eben ein Sektor, der im Moment nicht mehr überhitzt ist. Das könnte ein Vorteil sein. Und Wachstumsrückgang im Moment hin oder her, aber wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Darum bleiben Rohstoffe meiner Meinung nach langfristig auch ein Zukunftsthema, über das ich hier in Zukunft natürlich auch viel berichten werde nach wie vor. Und das Gute an dieser Lithium-Aktien-Rallye ist aber auch, sie hat natürlich gezeigt, dass es sogar in einem schlechten Marktumfeld oft irgendwo Sondersituationen gibt und bestimmte Sektoren, die sich dem dann doch entgegensetzen können. Man muss eben nur manchmal als Anleger auch seine Favoriten wechseln. Ist genauso wie im Fußball. So niederschmetternd das gerade auch ist, aber da haben wir ja zum Beispiel immer noch eine vielversprechende Damen-Nationalelf. Das hätte auch keiner gedacht, dass man das mal so sagt und so sagen muss. Aber die Fundamentaldaten und die Nachrichtenlage sprechen da eine klare Sprache. Denken Sie auf jeden Fall noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports morgen zu den Aktien von den WM-Sponsoren auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.